Mein Name ist Frank Kilian, ich bin Vorstandsvorsitzender der Serumwerk Bernburg AG. Wir sind ein klassisches Bernburger Unternehmen, seit 66 Jahren aktiv in der Pharmazie. Sie kennen uns vielleicht schon durch Pulmotin. Wir haben nun einen ganz neuen Schnelltest auf den Markt gebracht gegen Covid-19-Erkrankungen. Ein Schnelltest, der erstmalig in der Bundesrepublik ein Test ist, der ohne die unangenehmen Stäbchen, das kennen Sie vielleicht alles schon, ein Stäbchen, was normalerweise in den Rachen eingeführt werden muss und dann nach dem Rachen einfach in die Nase gesteckt werden muss. Sehr unangenehm, aber effektiv. Wir haben jetzt einen Test herausgebracht, den wir exklusiv im deutschen Markt vertreiben werden. Und zwar, das ist der sogenannte Spucktest. Und zwar funktioniert dieser Test so, man hat ein Röhrchen, in das man hineinspucken muss. Ich mache den jetzt mal auf, so dass Sie den sehen. Ein kleines Röhrchen. Dieses Röhrchen, neben dem Röhrchen gibt es einen kleinen Trichter. Diesen Trichter öffne ich, setze ihn auf das Röhrchen, nachdem ich es geöffnet habe. Und jetzt muss ich eben nicht mit einer Stange in meine Nase oder in meinen Mund und spucke hier etwas Speichel hinein. Das reicht schon. Gebe, was auch beigelegt ist, gebe eine Kappe darauf. Und muss diese Flüssigkeit nun 10-mal durchmischen. Das ist schon alles, was ich zur Vorbereitung des Testes tun muss. Nun stelle ich das Röhrchen auf die Seite, öffne den Testkit. In diesem Testtest schaut vielleicht ähnlich wie ein Schwangerschaftstest aus. Und mache von diesem Röhrchen hier 3 Tropfen drauf. 1, 2, 3. Das war schon alles. Ich verwerfe den Rest. Und jetzt muss ich nur noch 5 Minuten warten. Und nach 5 Minuten habe ich mein Ergebnis. Ich habe, bevor wir diesen Film gemacht haben, denselben Test schon mal durchgeführt. Bloß, dass Sie sehen, darum konnte ich das jetzt auch relativ sicher machen. Das ist mein Testergebnis, das ungefähr nach 5 bis 7 Minuten erscheint. Und es zeigt hier einen Strich bei C. Der Strich bei C bedeutet negativ. Wenn es 2 Striche zeigen würde, bei C und bei T, wäre der Test positiv und ich müsste mich sofort zu einem professionellen Arzt begeben und den Test im Labor wiederholen lassen. Was sind die Vorteile von unserem Test? Die Vorteile sind, es ist ein sehr einfacher Test, den jeder schnell, sicher selber machen kann und sozusagen kein medizinisches Fachpersonal dazu braucht. Er gefährdet damit auch nicht denjenigen, der den Stäbchentest machen muss, falls ich positiv gewesen wäre. Er ist absolut schmerzfrei und ich kann ihn, wie gesagt, selber durchführen. Ideal ist das Ganze für Massentests, für die Schule zum Beispiel, für Pflegeheime, für Kitas, wo man den Test auch nicht nur im Einzelpack bei uns beziehen kann, sondern im 50er-Pack und man den Test gut in Kitas und Schulen durchführen kann. Wunderbar, das Weihnachtsfest könnte so kommen. Wir können unsere Omas und Opas wieder besuchen und haben das sichere Gefühl, wenn wir Oma und Opa Weihnachten besuchen, dass wir selber nicht den Virus einschleppen. Vielen Dank.